Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Kanto Event ist in 8 Minuten vorbei. Und der Bonus für den nächsten C-Day mit Glumanda wurde bekannt gegeben. Und zwar dreifach Staub. Das ist perfekt. Vor allem jetzt, wo wir gerade auf Staub-Ausgeben-Modus sind und gerade echt eine Menge ausgeben, kann ich echt jedes Staub-Event gebrauchen. Und 3 Stunden dreifach Staub mit Ding, mit dem Sternstück ist es 4,5-facher Staub, was halt echt saftig ist. 3 Stunden hauen schon rein, also ich bin gespannt, freue mich drauf. Und zum Abschluss des Kanto-Events habe ich noch einen Kabutops-Raid gemacht. Schreibt erstmal unten rein, in die Kommentare, wie ihr das Kanto-Event fandet. Und dann auch noch, ob ihr einen Kabutops-Raid gemacht habt, solo oder auch mit Freunden oder so. Morgen ist ja das Event zu Ende, also in 8 Minuten, 7 jetzt, in der Zeit, wo ich gelabert habe. Und dann müssten wieder die alten Raids zurückkommen. Und Kabutops müsste wieder weg sein, Aerodactyl. Den habe ich noch gemacht, Onyx müssten wieder weg sein. Onyx Raid übrigens auch gemacht, checkt das Video. Kabutops, nichts allzu Besonderes, war schwieriger als Onyx, leichter als Amoroso. Aber liegt vielleicht daran, dass ich jetzt bessere Pokémon habe. Ich habe jetzt 2 neue Bisaflor auf Max. Ein Shiny 96er mit der neuen krassen Attacke. Und 100er jetzt auch noch auf Max. Letztens alle 3 Starter von Gen 1 gepusht. Checkt das Video auch ab. Und ja, war gar nicht so schwer. Von der Schwierigkeit her würde ich den auf ungefähr 7 einstufen. Es gibt auf jeden Fall leichtere, aber es gibt auch schwierigere. Also war solide in der Mitte. Kabutops ist jetzt nichts allzu Besonderes. Aber jetzt von der Liste abgehakt. Mal schauen. Wie heißt der? Granbull. Wenn die Event vorbei ist, morgen, dann gibt es wieder Granbull, 3er Solo Raid. Den muss ich auch noch machen. Und dann kommt hoffentlich demnächst Pinsir zu uns. Dann schauen wir mal, was so für neue 3er kommen. Aber ihr wisst, ein Solo Raid, eine Box. Shoutout an Loot Chest. Danke für diese Box, wie immer. Jeden Monat eine Box mit einem bestimmten Thema. Alles rund um Gaming, Geeks und Nerds steht auch hier drauf. So. Link ist unten in der Beschreibung, falls ich das noch nicht gesagt habe. Fangen wir direkt an, wie immer, mit einem Shirt. Grey Pilgrim. Oh. Ich glaube, Herr der Ringe. So. Wie immer dürft ihr zuerst schauen. Und dann check ich das mal ab. Wandering Wizard. Ja, das ist auf jeden Fall Gandalf. So. Dann, oh, okay. Ah, die kenne ich. Mit denen war ich sogar in Kontakt. Zweck Sponsoring. Und jetzt sind die in dieser Box. Runtime. Die machen so Zeugs, Flüssignahrung, Energy-mäßige Shakes für E-Sports. Werde ich demnächst mal ausprobieren. Original Next Level Meal. Ist so ähnlich wie dieser eine Shake, den wir bekommen haben. Der ein paar Mutorates gesponsert hat. Also eigentlich nur einen, aber wir hatten so viele Flaschen. Ich habe das für auch 2 Videos ausgebreitet. Und der hat übrigens echt gut geschmeckt. Für alle, die dachten, dass wir das gefaked haben. So gut, die Jungs wollten das sogar kaufen. Aber mal schauen, ob das auch so gut schmecken wird. Und mal schauen, ob ich da noch einen Deal mit denen hinbekomme. Also das erste Gespräch war nicht so top. Dann haben wir. Oh, das ist cool. Ich habe zwar kein Auto, aber so ein Duftbäumchen. Man kann auch schon riechen durch die Verpackung durch. Oh, cool. Vader und Yoda. Duftbäumchen für das Auto. Okay. Ihr wisst, in jeder Box ist ein Button. In dieser Box sind 6 Button. Von Destiny. Button Badges. Ich habe keine Ahnung von Destiny, deswegen taugen mir die Buttons nicht so. Hab schon coolere Buttons bekommen. Wie zum Beispiel mein Saitama-Button und mein Millenniums-Auge-Button. Das sind die Highlights. Weiter geht's mit. Was ist das? Oh, Green Arrow Poster. Alles klar. Collect all 16. 16 Stück gibt's zum Sammeln. Hab die erste Staffel gesehen, danach leider aus Zeitgründen nicht mehr weitergeschaut. Aber soll nicht so schlecht sein, die Serie. Ein A-Team.
Spielzeugauto. Als Kind hatte ich ernst viele von diesen Spielzeugautos. Okay, die Box taugt mir bisher nicht so. A-Team war ich auch nie ein großer Fan. So, und das letzte. Eine Donkey Kong Super Mario Badetuch, okay. So. Donkey Kong eh beste. Alles klar. Bereit für den nächsten Strandurlaub. Und das war's auch schon. Ein paar coole Sachen mit dabei. Ich freue mich auf jeden Fall auf das hier. Weil wie gesagt, ich bin im Gespräch mit denen. Also kann ich es direkt mal testen. Wenn das ätzend schmeckt, dann können wir die Handlung gleich lassen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, das war's von mir. Danke an Luches für die Box. Link ist unten in der Beschreibung. Checkt ihr ab. Und ansonsten, wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Kanto-Event fandet. Und C-Day wurde bekannt gegeben. Dreifach Staub. Shiny Glumanda. Jetzt fehlt nur noch die Attacke. Manche Munkel. Es gibt schon Gemunkel, was die Attacke sein könnte. Wir werden es sehen. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Vs ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergessen, Pokémon ist das Business.